Diese Woche findet in der Kulturhauptstadt Klagenfurt ein kulturelles Hocherlebnis statt, und zwar das Beachvolleyball-Treffen. Nein, nicht Beachvolleyball-Turnier natürlich, heißt das, glaube ich. Und ich habe gehört, dass da der Steuerzahler 870.000 Euro in Veranstalter gibt. Und nachdem ich auch ein bisschen Steuerzahler bin, und ich schaue es mir an, und dann ein bisschen nachschauen, was die mit meinem Geld aufhören. Da, nicht? Dann schauen wir, dass wir reinkommen, aber ohne Schläge kommt das Schwein, aber irgendwie werden wir es da schnell reinschen nachher, gell? So, wie schaut das jetzt an das Tagesprogramm aus von so einem Volleyball-Fan? Ja, als erstes holst du einen Spritzer. Dann stehst du einmal an, da machst du einmal eine Stimmung, dann geht nur einmal die Spritzer. Also hauptsächlich die Spritzer. Volleyball wird ja auch gespielt angeblich, gell? Jeden Sonntag schaut sich auf Eurosport Volleyball. Ja. Ja, und was habt ihr jetzt so gemacht heute schon den ganzen Tag? Ausgenüchtert. Der Schweiß rennt meine Gummistiefel, schon zusammenbiss, dann geht nicht mehr, glaube ich, ich komme mit zwei Wochen im Haus, ja, da, furchtbar ist es. Aber jedenfalls, herinnen bin ich einmal in Gelände, jetzt schauen wir rein ins Stadion, dann hoffen wir, dass da was Gescheites zu sehen ist. Ja, eine Bombenstimmung ist da in diesem Stadion, muss man sagen. Ja, endlich ist einmal in Klagenfurt was los, seien wir uns ehrlich. Wir so eine Stimmung als die Fußballstadion, glaube ich, schon 15 Jahre nicht mehr gehabt. Ja. Der Ball dürfte irrsinnig heiß sein, deswegen greifen die Volleyballer den Ball nicht an, sondern nur so wegtupseln. Warum soll allerdings der Blasversäge in heißen Sand steigen, ist mir noch ein Rätsel. Ich meine, mir wird jetzt noch zwei Minuten schon schwindelig, aber die tanzt den ganzen Tag durch, da bist du deppert da, ne? Die Frage ist nur, wie du wieder reinkommst, das ist natürlich das nächste Problem. Der für alle wieder! Ha! Mir ist schwindelig! Mein Block, ja. Eigentlich müssen die da harte Arbeit leisten, bis eins ohne Bier auszukommen, das ist fast unmenschlich darum. Gell? Dann so frisches Wasser ein ablassen, gell? Weißt du, da haben wir halt ein paar Tage auch schon gewartet, meine Erdäpfel daheim. Seien wir uns ehrlich, das Wasser ist da drinnen Gold wert, gell? Weil da sind die Leute teilweise drei Tage da, die haben sich noch nie gewaschen. Und wenn es dir da jetzt nicht abspritzt regelmäßig, dann stinkst du es wie die Sau, also das kannst du nicht vergessen. Ey. Ein Gaudi habe ich jetzt schon gehabt, jetzt gehen wir da hin, wo es ein bisschen langweiliger wird. Und da auswärts haben sie mich da tatsächlich in den VIP-Bereich reingelassen, gell? Und da bin ich jetzt schon neugierig, ob ich da auch vielleicht einen Prosecco oder so irgendwas kriege. Schauen wir mal rein. Ja, wir sind jetzt bei den Reichen und Schönen, also genau da, wo ich hingehöre, im VIP-Bereich da drinnen, muss ich sagen, wirklich schön, gell? Nehmen wir jetzt den Flo, da habe ich unbedingt ins Fernsehen, gell? Flo, servus! Fernsehen! Ja, das war's, nein. Flo, wo bist du denn her? Oberösterreich. Und wie kommt man zu seiner VIP-Karte? Kann ich nicht sagen. Kannst nicht sagen, also der Flo ist illegal in die Karten gekommen, er ist jetzt schwarz auch innen. Was kostet so Eintrittskarten überhaupt? Nix. Wo ist nix? So wie es den Kern nicht mehr ist, gell? Zahlen muss man nichts, man muss noch was tun dafür. Ah ja, das ist dein Freund natürlich, er hat jetzt die VIP-Karten von Karl-Heinz Grasser übernommen, weil der braucht sie momentan nicht. Mann, ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen müde jetzt von der Umsteherei drin im Stadion, gell? Und anstrengend war es schon. Jetzt habe ich mir jetzt Flacke mehr auf der Couch um, gell? Aber du. Man, da geht es zu, als wie in Lignano, da sind alle Couchen schon mit den Handtüchern besetzt und man, da müssen ein Haufen Deutsche halt da sein, kommt mir vor, also furchtbar, ne? Ja, bleibe ich halt stehen, von dem ist auch wurscht nachher, ne? Man sieht schon, die Wips, die sind wirklich mit einer Begeisterung dabei am Volleyball-Match, gell, also schauen, dass es leer so raucht in die Köpfe, gell, also von dem her, Essen ist gut. Essen ist perfekt, ja. Was gibt's denn? Ja. Ich kriege ja nichts zu essen. Bin jetzt in den Kreis gegangen, das war hinten beim Essen, da vorne ist da Essen, das ist schon wieder Essen. Kannst die ganze Zeit gleich fressen, nachher nicht furchtbar, hast du, ne? Tortellini, Ravioli, gefüllt mit Ricotta mit Käse. Ravioli habe ich auch gern. Das sind das die, was du bei beim Spar gekauft hast, außen, oder? Die werden bei uns ausnahmsweise frisch gemacht. Ach so, okay. Ja, so schaut es aus. Ja, schneller darf es gehen, wenn du aus der außen nimmst, eigentlich. Ja, unten rein haben wir eine Reserve, dann können wir es ausziehen. Wenn es wenig werden, wenn die richtigen Wips kommt, dann boxt die da außen aus. So ist es, genau, ja. Ja, zwei unter dem Volk war ich schon, im Stadion drinnen, aber jetzt bei den Wips. Muss ich sagen, wirklich schöne Klimaanlage. Und jetzt schauen wir mal, was die Sportler so treiben. Zwei Berühmtheiten des österreichischen Volleyballs, und zwar, wie heißt der Name, Schmidt? Martin Moritz. Der Martin und der Moritz, wirklich, ich bin großer Fan von Martin und von Moritz. Gell? Also, was macht ihr, was immer die Frage ist, warum wird man Volleyballer? Ist man beim Fußball irgendwie nicht so, sagt man, dass man schwach war und dann ist man Volleyballer geworden, oder ist das eine Leidenschaft? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu groß für Fußball. Aber wenn man da drinnen steht am Center Court, ich glaube, da stellt man sich nicht die Frage, warum man kein Fußballer geworden ist. Ja, ich meine, das habe ich mir natürlich auch früher gedacht, gell, in Austria Klagenfurt, wenn es jetzt da spielen müsste, gell. Jetzt macht es gar keinen Fehler, ich mache keinen. Ein Angriff? Geile Stimmung, einen Haufen nette Leute, gell. Und man muss auch sagen, die Stimmung ist auch deswegen so gut, weil ein Haufen gute Leute da sind, gell. Und, aber man muss auch sagen, zum Trinken haben sie gemurkt, zum Essen haben sie auch gemurkt. Vor allem die Wips, die anderen weniger, aber ist ja wurscht. Wenn wir einen Traktor schnappen, dann fahr ich heim. Fürdenk.